Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Heute wieder mal eine ganz andere Sendung, und zwar wollte ich mal wieder eine Frage beantworten, die im Forum gestellt wurde, die denn war zu diesem Foto hier. Der eine oder andere kennt das vielleicht schon von den Stöpselkopf-Anfang, von den älteren Folgen. Und dazu kam die Frage auf, sag mal, wie viel Stöpsel besitzt du eigentlich? Und da habe ich mir mal die Zeit genommen, die alle mal zu zählen. Waren nicht ganz einfach, es waren ja auch etliche dabei, die zum Beispiel auch irgendwo aufgehängt sind. Oder hier der Stöpselkopf, der hat ja auch einige auf dem Kopf. Und da habe ich zum einen die ganzen Stöpsel mal gezählt. Zeig euch auch mal ein paar Einblicke, wie es bei mir zu Hause aussieht mit diesen Stöpseln. Und zum anderen natürlich diesen losen Stöpsel, die liegen jetzt nicht einfach nur bei mir rum oder stehen in einer Tüte in der Ecke. Ich habe mir da auch was ganz Einfaches einfallen lassen. Das seht ihr jetzt alles in dem folgenden Video. Und ja. Bei mir zu Hause auch aus, wie man sieht, ist nicht irgendwo in der Ecke versteckt, steht tatsächlich richtig im Raum, und ich finde, so ist es einfach viel besser, als dass sie irgendwo rumliegen in der Ecke oder einfach nicht gesehen werden. Ist eine ganz gute Lösung, ist auf jeden Fall auch ein Hingucker. Das war es dann wieder mal für Stöpselkopf für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. In alter Frische selbstverständlich. Macht's schön gut, bis dann. Ciao.